bin schon als kleiner Junge immer gern am Bahnhof gewesen, weil hier so viele Leute an einem vorbeiwuseln. Wenn ich da stehen bleibe in einer Stunde, ziehen 5000 Leute an mir vorbei. Und jeder trägt einen ungeheuren Schatz an Dramen, Komödien, Tragödien. Für einmal wollte ich versuchen, drei dieser Dramen, das heißt drei Lebensgeschichten, zu fassen zu kriegen und schauen, wo diese Leute weitergehen. Ich bin kein Schriftsteller, der irgendwie im Konjunktiv lebt. Ich will immer wissen, was wirklich ist. Mich interessiert die Welt, wie sie ist. Und deswegen erzähle ich Lebensgeschichten, die historisch belegbar sind, von denen ich, was ich erzähle, auch beweisen kann, dass es so gewesen ist. Und da habe ich festgestellt, dass meine drei, die ich jetzt beschreibe in dem Buch, tatsächlich im November 1924 hier im Hauptbahnhof Zürich einander begegnet sein könnten. Mein erster Held ist Felix Bloch, meine zweite Heldin ist Laura Doriano, dritter Held Émile Gilieron. Ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass, wenn man Lebensläufe verfolgt, eigentlich jeder letztlich in der Niederlage endet, spätestens wenn man tot ist. Das ist halt so. Die entscheidende Frage zuweilen, meine ich, ist, wie elegant die Niederlage ist, die man erleidet. Ich finde Laura Dorianos Niederlage als gescheiterte Künstlerin, aber als stolze Spionin hernach, die auch den Preis bezahlt, die aber ihre Unabhängigkeit bewahrt bis zum Schluss, auch im faschistischen Gefängnis, ist eine elegante Niederlage. Auch Émile Gilieron, der im Herzen eigentlich ein Künstler ist, ohne das sein zu wollen, der von niemandem ernst genommen wird als Künstler, aber in seinem Lebenswerk nicht einfach nur ein paar Ölschwarten gefälscht hat, sondern eine ganze Hochkultur aus dem Boden gestampft hat, sozusagen, ist eigentlich eine ungeheure Leistung. Das ist auch eine elegante Niederlage. Und mein Felix Bloch, der als pazifistischer Jüngling anfängt und untereinst die Atombombe baut, hat aber die Genugtuung, dass er erstens ausgestiegen ist. Und man kann sagen, dass das Lebenswerk von Felix Bloch weitaus mehr Menschenleben gerettet hat, als die Atombombe jemals gekostet hat. Auch eine schöne, elegante Niederlage, finde ich. Wenn ich mir die Frage stelle, wieso ich schreibe, erschließen sich mir da die gleichen Welten, wie die gleichen Fragen, wie bei Émile Gilieron, der diese Mosaikbruchstücke ausgegraben hat aus dem Erdreich, 3000-jährige Bruchstücke, und die irgendwie zusammenfügen will. Und das ergibt nichts, wenn man ganz streng wissenschaftlich akkurat ist. Man muss einen Sinnzusammenhang behaupten, der nicht beweisbar ist. Wenn ich eine Geschichte erzähle, bediene ich mich aus dem Fundus von atomaren kleinen Lebensereignissen meines eigenen Lebens oder anderer Leute. Und ich behaupte, dass die alle in einem kausalen Zusammenhang stehen. Und dann ist das passiert und dann das und dann das und dann das. Und daraus schöpft sich die Hoffnung, dass das Leben einen Sinn haben will, gell?